verbringt tolle Zeit miteinander. 25 Jahre. Man bekommt tolle Kinder. Man streitet sich. Man versöhnt sich. Und dann... Dann verabschiedet sich dieser Drecksack. Das ist meine Leiche! Trophatius, Borowski, der Bestatter. Mein herzliches Beileid. Ist Ihnen auch jemand gestorben oder warum stehen Sie so krumm? Bitte. Was hat denn Papa ausgemacht? Keine Ahnung, er war Zahnarzt. Der Stefan hat in den letzten 2 Jahren so gut wie nichts verdient. Naja, wenn er nicht zur Arbeit ist, wo ist er dann hin? Und dann habe ich hier einen 8 Jahre alten Mietvertrag gefunden. Klingt nach Garage. Was hast du mir eigentlich alles nicht erzählt? Ich muss eine Familie versorgen. Ey. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das mit den Trauerreden ja jetzt professionell machen könnte. Ich möchte doch einfach nur eine Chance, um mich zu beweisen. Ich bin nicht so schwach, wie Sie denken. Aber Sie können doch nicht sagen, dass dieses Gedicht zu jeder Beerdigung passt. Oh doch, das tut es. Oh nein, das tut es nicht. Doch. Nein. Du rennst jetzt euphorisch in diese Sache rein und dann bäm, liegst du nach einer Woche heulend unter Bett. Wird alles gut. Ich glaube wirklich immer alles falsch. Also wenn du mich wirklich fragst, ob es einen richtigen Weg gibt zu trauern, ne? Oh, Papa, was sag ich wieder? Ich glaube, dass jedes Leben und jeder Tod eine Geschichte haben, die sich lohnt, erzählt zu werden. Yeah. Frau Fazius. Herr Elster. Danke. Viel Glück auf Ihrem Weg.